Ja, hallo meine lieben Buddies, hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von How to Survive. Und ich muss mal auf die Karte gucken, denn was wir ja machen mussten, war diese Pakete einsammeln, die der gute, ich weiß gar nicht, wie hieß er denn, Sanchez, glaube ich, Sanchez, der gute Sanchez hatte verloren seine Baguette und wir müssen finden, sie überall verteilt auf die Insel. Und hier atmet mir wieder irgendwo ein Zombie ins Genick, wenn ich das richtig höre. Mal gucken, ob wir ihn irgendwo finden. Irgendwann schalte ich hier mal um auf Ego-Shooter-Perspektive und dann knall ich alles ab. Oh, da ist der Zombie von der Klippe gestürzt. Interessant wäre ja eigentlich mal zu wissen, ob ich bei dieser Maschinenpistole, die ich mir ja gebaut habe hier, die wunderbar auch funktioniert, ich eventuell dann ein Zielfernrohr auch draufsetzen kann, wie genauso wie bei meiner, was war denn das hier überhaupt? Goldene Version der Waffe. Präzisionsgewehr mit Zielfernrohr. Ausrüsten, zusammenfügen. Ja, mit was soll ich das noch zusammenfügen, außer mit der Munition? So, damit ich nicht so viel Munition verschwende, nehme ich mal mein goldenes Zielfernrohr, denn damit kann ich recht gut zielen. Ist ja logisch. Also meine Präzisions... mein Präzisionswerkzeug, so ähnlich wie bei Surgeon Simulator. Wo mir dann auch wieder einfällt, ich muss doch diesen verloren gegangenen Teil von Surgeon Simulator nochmal aufnehmen oder wenigstens versuchen nochmal nachzuvertonen, weil ja eigentlich nur die Tonspur verlustigt gegangen ist. Ja, vielleicht kriegen wir da dann doch noch die verlorene Folge hin oder ich mache einen Zusammenschnitt beste Szenen Surgeon Simulator. So ähnlich wie ich das zur Silvesterfolge von Kerbal Space Program gemacht habe. Ultra Zieltrank. Was könnte ich denn mal ablegen? Momentan muss ich mir ja keine Pfeile mehr machen. So. Warum? Ach, naja, ist auch egal. Ich frage mich in dem Spiel schon lange nicht mehr, warum irgendwas passiert oder warum ich nur bestimmte Sachen bekommen kann und nicht so viel tragen kann, wie ich eigentlich will. Ist ja auch egal. Wir müssen jetzt hier auf der Insel langlatschen. Und uns die restlichen Pakete besorgen. So, hier unten im Schnellstartmenü können wir zum Beispiel auch drauf zugreifen, auf das ganze Gedöns. Ha! Ein Hirsch erlegt. Ich dachte jetzt erst, das wäre so ein Zombie-Hirsch, aber das war so ein ganz normaler Hirsch. Oh, der steht hier rum, etwas entfernt. Bäm! Holzstock? Na, braucht doch keinen Holzstock mehr. Ich hab doch genug Pfeile aktuell erstmal. Fette Säcke sind hier hoffentlich auch nicht so viele. Ah, wo kommen die denn her? Aus dem Schatten. Aus dem Nachtschatten. So, wo ist jetzt hier das Paket? Bei der Tränke. Ah! Ach nö! Moment! Ah! Was war das denn? Ah! 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 War ja klar, dass mir hier irgendwann nochmal so ein riesen Zombie-Typ begegnet. Ah! Denn, stirb! Hahaha! Ja, damit hast du nicht gerechnet, dass ich hier so eine krasse Schrot-Dingsbums habe, wa?
So, Sanchez Paket. Shit, ey. So ein alter Zombie-Freak hier. So, dann mache ich mich mal da hinten rum. Ah, Munition. Wir haben jetzt einiges an Munition verballert, deswegen nehme ich mal lieber ein bisschen was wieder mit. Ah, geh weg. Oh, was? Sie hat nichts einstecken? Er auch nicht? Oh, das ist ja tragisch. So. Oh, langsam wird es wieder Nacht. Sehr schön. Ich hasse Nacht. Ah, Zombie-Horden. Oh, ein Medikit. Also Medikits finde ich jetzt aber schon öfter, oder? Ah, guck mal, hier ist noch ein... Hier ist noch ein Dingsbums. Was ist drin? Werkzeugkasten. Auch ein Werkzeugkasten kann man immer gebrauchen. So, das Paket muss hier irgendwo sein. Ach. Lange keine Supermodels mehr gesehen. Und ja, dann müssen wir einfach nur noch mal runter zum Strand eine Runde laufen. Lalalalalalalala, Munition einsammeln. Ja, mit dieser Schnellfeuerpistole verballert man natürlich auch ein bisschen Munition. Jedenfalls ein bisschen mehr als sonst so üblich. Kommt von hinten einer? Ich sehe gerade gar nichts momentan. Es ist ein bisschen hell hier. Ah, nein, Alter. Guckt euch das an. Zombie-Gemetzel. Ah, die. Ach, da hinter mir. Krass, krass, krass. So viele Zombies auf einmal. Das geht doch nicht. Das können doch mit mir nicht machen hier. Die ganzen Zombie-Package auf den Hals hetzen. Oh, da kommen ja noch mehr. Na, wenigstens ist das hier Sanchez Paket. Ultra-Stärke-Trank. Ah, Inventar ist voll. So, jetzt nicht mehr. Ist eigentlich unser Kumpel hier noch? Nö, ne? Der ist wahrscheinlich gestorben. Den wir dann hier zurücklassen mussten. Ich strecke ihn einfach mal nieder. Hat mir zwar nichts getan, aber man weiß ja nie. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Mit dem Boot fahren. Na gut, dann fahre ich halt mal mit dem Gummiboot hier über die Inseln. Ich sollte mal nachladen. Exotische Früchte. Achso, wie sieht's aus mit Hunger und Durst und so? Hunger geht noch, hält sich in Grenzen. Na, die hätte ich mir dann nachher noch grillen können, okay. Gesundheit ist immer ein bisschen angeschlagen. Aber wenn man dann später mal wieder eine Runde schnorcheln können. Also schlafen, ja. Dann sollte es auch kein Problem mehr sein. Oh, ich habe eine Heilpflanze entdeckt und ich muss irgendwas fallen lassen, damit ich die aufnehmen kann. Die brauche ich ja jetzt eigentlich nicht mehr, oder? Die Kette hier.
So, jetzt erstmal wieder ein bisschen die Gesundheit hochheilen. Okay, okay. Also ich weiß auch, wo wir sind ungefähr. Allerdings in der Nacht ist das immer ein bisschen Schiete mit am Strand im Dunkeln langlaufen und so. Wir wissen ja, verpisse du dich. Ich höre dein Getrapse, auch wenn ich dich jetzt momentan gerade nicht sehen kann. Hier ist eine Feuerstelle, da kannst du gar nicht hin. So, das koche ich jetzt mal. Zack. Man konnte diese Pilze doch zusammenfügen. Irgendwas. Was ist das jetzt? Steak mit Pilzen. Hunger 100%. Zum Sterben köstlich. Weil man nicht weiß, was es für Pilze sind, ne? Braune Pilze. Zum Sterben köstlich. Ja, hoffen wir mal nicht, dass wir sterben. So, La Seconda Island. Auf geht's. Jo, und jetzt sind hier auch noch 1, 2, 3, 4, 5 Pakete verstreut. Mal gucken, passt das? Brauche ich nur noch 5? Wo sind die Pakete? 15, ja genau, dann habe ich 20. Dann passt das natürlich genau. Ah, die Mutter mit ihrem Kind. Aber wo ist jetzt eigentlich unser Typ ohne Bein, der das Ganze hier reparieren wollte? Ich habe ja auch schon mal braune Pilze abgelegt. Ah, geh weg, du. So. So, da haben wir das. Wenn dann der Hunger doch etwas schlimmer werden sollte, können wir das essen. Rostige Machete. Na, die brauche ich jetzt auch nicht. Haben wir noch irgendwas? Nein. Wo gehen wir denn zuerst hin? Komme ich da eigentlich links einfach so lang? Da ist da bestimmt schon wieder irgendwie zu oder so. Bin ich ja noch nicht durchgebrochen, oder? Ah, geh weg. Muss mal gucken, ob hier irgendwelche Strandspringer rausspringen. Ich höre schon wieder Fußtritte irgendwo. Oh, hier ist noch ein Pfeil. Wo kommt denn der her? Sieht aus, als wäre ich hier noch nicht durchgebrochen. Auf der anderen Seite vielleicht? Nee. Das bedeutet, ich brauche mal wieder Molotow-Cocktails. Das bedeutet, ich muss mir auch erstmal wieder welche herstellen. Ich habe zwar Dünger, aber ich habe kein Benzin und keine leere Flasche. Da oben gibt es auf jeden Fall Benzin. Leere Flaschen wird es da bestimmt auch irgendwo geben. Ach, da hinten ist auch ein Bootsanlegesteg. Mit welchem Boot komme ich denn von da nach da? Ach, vielleicht mit dem da oben? Ach, ich glaube, stimmt. Damit konnte man von Insel zu Insel. Da werde ich erstmal die Pakete da rechts abholen. Und dann hochwärts gehen, um mit dem Boot zu fahren. Und dann mit dem Boot hier unten ankommen. Hoffe ich mal, dass das so stimmt. Wie ich mir das gerade gedacht habe. Dann der Orientierungssinn ist ja nun mal nicht der beste gerade. Wa? Wo kommst du denn her? Äh,
Zombie. Was? Kommt der da oben lang?